Herzlich willkommen. Heute siehst du, wie du das Gesicht deines Tontopfes gestaltest. Heute brauchst du verschiedene Materialien, deinen Tontopf und Buntstifte in verschiedenen Farben. Statt Buntstiften kannst du auch super Wasserfarben nehmen oder Acrylfarben, eben die Stifte oder Farben, die du daheim hast. Jetzt kannst du dir überlegen, wie du dein Gesicht auf deinen Tontopf malst. Entweder zeichnest du es mit Bleistift vor oder du traust dich direkt an die Buntstifte. Das bleibt dir überlassen. Achte bitte darauf, dass die Öffnung unten ist. Das heißt, der Kleber ist die ganze Zeit erstmal oben. Jetzt kannst du dir überlegen, wie dein Gesicht aussehen soll. Überlege dir, was in einem Gesicht alles ist. Zwei Augen, eine Nase und natürlich nicht zu vergessen, ein Mund. Vielleicht hat dein Gesicht noch ein paar Sommersprossen oder sonstige Sachen. Schau dich einfach um und überleg dir, was es so gibt. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein, wie eine Brille. Wenn du alles aufgezeichnet hast, kannst du deine Buntstifte nehmen und das nachzeichnen und ausmalen. Wenn du mit deinem Gesicht fertig bist und dieses nachgezeichnet hast und zufrieden bist, kannst du oben den Kleber entfernen, denn diesen brauchst du jetzt nicht mehr.